Ich habe 4 Kinder mit Liebe erzogen, sind prächtige Menschen geworden. Hass liegt mir völlig fern. Es ist unfassbar, was Sie glauben, was ich bin. Es ist unfassbar. Herr Höcke, Empathiefähigkeit ist ein gutes Stichwort, denn Sie haben ja vorhin das Holocaust, den Holocaust als Schande bezeichnet. Das haben Sie vorhin getan. Warum verwenden Sie dann in öffentlichen Reden die SA-Parole, die ich jetzt wörtlich zitiere, alles für Deutschland? Ich habe gerade schon daran erinnert, dass wir in Deutschland Menschen haben, die fordern, Deutschland verrecke. Nie wieder Deutschland, Bomber Harris, do it again. Und die Deutschen als Köterrasse bezeichnen. Das ist in Deutschland nicht strafbar. Wenn aber ein Politiker im Rahmen einer Wahlkampfrede, das war, glaube ich, 2021 in Sachsen-Anhalt bei den Parteifreunden, und das Wahlkampfmotto, lautete, alles für unsere Heimat, in einer freien Rede, am Ende seiner freien Rede, letztlich America First von Donald Trump frei interpretierend und ins Deutsche übertragen, durchdekliniert, alles für unsere Heimat, das Wahlkampfmotto, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Dürr. Und ich sage jetzt alles für Dürr, weil allein die Nennung des Wortes Deutschland mir wahrscheinlich schon wieder den nächsten Prozess einbringen würde. So weit sind wir mittlerweile gekommen in Deutschland. Nee, so weit sind so wir nicht. Aber das ist aber geltendes Recht, in Deutschland. Wollen Sie damit nein, sagen, mal, ja, jeder, also, aber jeder, da muss ich einmal nachhaken. Jeder Bürger draußen weiß, dass das keine NS-Parole ist. Sie wussten nicht, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Also mit Verlaub. Wussten Sie es nicht? Ich frage Sie. Sie wussten nicht, als Sie diese Rede gehalten haben, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Ludwig II. Von Bayern bis Franz Beckenbauer haben diese Parole benutzt. Die Telekom hat mit dieser Parole Werbung gemacht. Diese Parole stand noch bis vor wenigen Jahren als Inschrift an einem Feuerwehrhaus in Brandenburg. Nein, ich wusste es nicht. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man sein... Nein, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Und kann doch es nicht ist die zentrale alleine, Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer. Es ist ein Allerweltsspruch. Jeder Mensch draußen weiß, dass das ein Allerweltspruch ist. Ich hatte nachdem angekündigt worden ist, dass mir dafür tatsächlich der Prozess gemacht wurde, habe ich ganz viele Zuschriften gekriegt von Menschen, die wahrscheinlich noch gebildeter und noch klüger sind und intelligenter als ich. Die haben mir reihenweise gesagt, Höcke, Björn, das wusste ich tatsächlich nicht, dass diese Losung, diese Allerweltsfloskel, alles für Dürr, verboten ist. Und nochmal, dieser ganze Aber Sie haben es ja mehrfach gesagt, Herr Höcke, und es ist laut Strafrecht einfach verboten. Es ist verboten. Es ist Paragraph 86a des Strafgesetzbuches, Herr Höcke. Und Sie haben es einmal verwendet und dann in einer weiteren Veranstaltung. Wir könnten es einspielen, wenn Sie wollen. Passen Sie auf, das ist doch ganz entscheidend. Sollen Sie es einspielen? Sie brauchen es nicht einspielen, weil der Sachverhalt ja unterkomplex ist. Ich habe es in einer Wahlkampfrede in diesem Dreiklang, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland, so ausgesprochen, weil ich es nicht wusste. Und dann habe ich in einer Rede in Gera diese Absurdität, dass man über Deutschland alles Mögliche Böse und Schäbige und Ehrverletzende sagen kann. Aber wenn man als Patriot in der bedrängten Lage, in der dieses Land ist, fordert, alles für dieses Land zu geben, analog America First, dass man dann dafür vor Gericht steht, dann habe ich nochmal diese Losung, der Abschluss, diese Abschlusskundgebung durchdekliniert, ohne Deutschland zu sagen, und einige aus dem Publikum sagten dann das Wort Deutschland. So, und das hat nichts damit zu tun, dass ich diese Sie stellen sich doch über das Gesetz damit, oder versuchen es zumindest. Man hat doch das Recht, sich zu erklären. Gerade wenn man angeklagt wird, gucken Sie bitte in die entsprechenden Gesetze. Man hat das Recht, sich doch auch selbstverständlich zu erklären. Es kann auch nicht sein, dass wenn ich wegen irgendetwas angeklagt werde, ich mich nicht in der Öffentlichkeit erklären kann. Und so dadurch schon reduziert bin in meiner Wirkmöglichkeit als Oppositionspolitiker. Und nochmal, das möchte ich an der Stelle auch sagen. Das Strafrecht, das wir im Augenblick haben, wird immer mehr zur Einschränkung der Meinungsfreiheit benutzt. Die Opposition wird allmählich unmöglich gemacht und eine starke Opposition ist der wirksamste Schutz für eine Demokratie. Empfinden Sie sich, Herr Vogt, in der Opposition durch das Recht und Gesetz, wie wir es hier haben, in irgendeiner Form eingeschränkt? Wir leben in einem Rechtsstaat. Viele Menschen haben den Eindruck, man kann nicht immer alles sagen, was man denkt. Deswegen müssen wir auch für freie Meinungsäußerung kämpfen. Das machen wir unter anderem heute auch hier. Wenn sich jemand versucht, da als Opfer zu generieren, Herr Höcke steht doch heute hier und kann seine Positionen erläutern. Also insofern sollte er da mehr Souveränität zeigen. Ein Rechtsstaat bedeutet, dass man eben auch überprüfen kann, wenn man sich zu Unrecht
tituliert fühlt, behandelt fühlt, wenn einen der Verfassungsschutz beobachtet, dann ist das wehrhafte Demokratie und man kann dagegen rechtlich vorgehen. Herr Höcke ist schon mal unterlegen. Im Namen des deutschen Volkes wurde über ihn geurteilt. Und diese Titulierung zeigt doch letztlich, wir sind in einem funktionierenden System. Dass das nicht immer jemanden schmeckt, kann ich nachvollziehen. Aber jetzt überlegen wir uns mal eines. Wie viele Länder auf dieser Welt gibt es, unter anderem eben auch Russland, wo sich Leute wie Nawalny oder andere gewünscht hätten, sie hätten ein funktionierendes Rechtssystem. Und deswegen kann ich nur eines sagen. Wir sind die Partei des Rechtsstaates und Recht und Ordnung. Und desavouieren Sie das nicht, gehen Sie in Ihrem Verfahren, das wird ein deutsches Gericht behandeln und da können Sie Ihre Argumente vortragen. Aber bitte weinen Sie jetzt hier nicht. Julian Assange würde sich sicherlich auch über mehr Rechtsstaatlichkeit freuen. Der Herr Höcke, lassen Sie uns ruhig Julian weitermachen. Assange. Uns läuft aber jetzt in der Tat, ich verstehe, dass Sie aufgebracht sind. Sie haben sich aber auch schon ausführlich äußern dürfen. Es ist ein wichtiges Thema. 60% der Deutschen sagen, man kann in Deutschland seine Meinung nicht mehr veräußern. Das hat ja nichts mit Meinung. Eine SA-Parole hat nach meiner Auffassung nichts mit Meinung. Alles für Deutschland ist nachweislich eine SA-Parole. Und eine Zentrumsparole. Es kommt auf den Kontext an, Juristen. Und das wird nächste Woche zeigen. 60% der Deutschen sagen, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland nicht mehr gegeben ist. Ohne Meinungsfreiheit ist Demokratie nichts. Aber Herr Höcke, Sie stehen hier in einem Fernsehstudio und wollen Ihre Meinung äußern. Alle Recht in einer Demokratie. Ohne Meinungsfreiheit kann Demokratie nicht gedacht werden. Aber Sie stehen in einem Studio und können Ihre Meinung äußern gerade, Herr Höcke. Ja, also aber Sie fallen mir nur noch ständig ins Wort und ich habe auch nur wenig Zeit. Darf ich kurz mal referieren? Glücklicherweise, machen wir hier einen Punkt, glücklicherweise leben wir in einem Rechtsstaat. Sie stehen nächste Woche in Halle vor Gericht und es ist dann an einem deutschen Richter zu entscheiden, was aus dieser Äußerung wird. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.